Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder Zeit für ein Flop aussortiert Joker-Kau-Video, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Kanal besteht aus Beauty und Konsumorientiertheit, nennen wir es einfach mal beim Namen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich als Einzelperson die Produkte teste, vorstelle, wie auch immer, aber wirklich schon super viele Leute vor Fehlkäufen bewahrt habe. So sind solche Videos wie diese Flop-Videos oder die Aufgebraucht-Videos, wo ich die Produkte ja von Anfang bis Ende verwende, super wichtig. Also das sind so mit meine liebsten Formate, die ich persönlich bei anderen auch immer am liebsten gucke. Und deswegen freue ich mich immer wie Bolle, wenn ich euch so ein Video halt präsentieren kann. Sind nur meine persönlichen Meinungen, ist alles nur auf meine Haut, auf meine Bedürfnisse gemünzt, ist klar, ne? Das heißt, solltest du irgendwie einfach ja eine andere Haut haben, eine andere Hautstruktur oder andere Bedürfnisse, ein anderes Finish wünschen oder sonst irgendwas, kann es durchaus sein, dass hier sogar in diesem Video dein Lieblingsprodukt vorkommt, ne? Dann tut's mir leid, aber dann ist das nun mal so. Die Produkte, die ihr hier seht, werde ich an Familie und Freunde weitergeben oder ich werde sie in Trashisaurus packen oder wenn man hier Kanalmitglied ist und einen gewissen Status erreicht, dann also quasi, wenn man als Ehrenbürger, so habe ich es genannt, quasi das, die Mitgliedschaft abschließt, ne, hat man die Möglichkeit, ja, auf meine Grabbelkiste zuzugreifen. Also da werde ich Fotos hiervon machen und dort hochladen und dann, ja, kann man die zugeschickt bekommen. Also die verschenke ich dann entsprechend, ne? Genau, und ja. So ist der Plan und das, was dann am Ende, wirklich komplett am Ende überbleibt, wird gespendet. Also hier wird bei mir tatsächlich nie was weggeschmissen. Ich mache da immer noch irgendwen mit glücklich und das finde ich halt auch immer eine ganz wichtige Geschichte, dass ihr auch wisst, dass, ja, nachhaltig ist das nicht, aber dass halt nichts in Müll kommt. Es sei denn, es ist halt wirklich schlecht geworden oder irgendwie hautschädlich. Ne? Dann kommen die Sachen natürlich weg. So. Dann starte ich jetzt einfach mal mit einem Tool, was ich mal in der Kooperation zugeschickt bekommen habe, ein-, zweimal verwendet habe. Nein, schon ein paar Mal öfter, aber ich habe da nicht mehr zugegriffen. Also ich habe das angewendet, aber dann nicht mehr dazu gegriffen. Und zwar ist es dieses New Face Mini. Das ist dieses hier. Und ja, das kommt weg. Das lag in meinem Badezimmerschrank und ist eigentlich jetzt wirklich nur zugestaubt. Und das ist ein Tool. Da ist auch noch der ganze Kram hier mit drin, ne? Und das geht, wie gesagt, dann entsprechend, ja, ne? Für die Mitglieder in die Gruppe, dass man dann halt einfach das haben kann, wenn man möchte. Ich mache das so, dass ich dann, das habe ich auch in die Regeln da bei dem Community-Tab, könnt ihr das nämlich nachlesen, wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft entscheiden solltet, da könnt ihr mal vorbeischauen. Naja, auf jeden Fall, einmal im Monat verschicke ich dann ein Paket an die Person. Ich sammle dann über einen Monat, ne, weil ich immer mal wieder dann natürlich auch Bilder online stelle. Und ja, genau, das kommt damit rein. Das soll halt mega krass Anti-Aging sein und hast du nicht gesehen. Ich bin da zu faul für und ich habe Angst davor. Also das sind halt so verschiedene Sachen. Ich meine, ich habe es ein paar Mal verwendet, das hat nicht wehgetan. Aber ich habe immer so ein bisschen Bedenken, ob ich das richtig anwende und so. Naja, wird wie gesagt weiter wandern. Irgendwer wird da bestimmt glücklich drüber werden. Ja, ihr seht halt auch aus Kooperationen, seht ihr hier Produkte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles nur super toll finde. Es kann halt sein, aua, knack, das war die Hüfte, nach einem paar Mal anwenden, dass ich ein Produkt nicht mehr so schön finde. So ist es mir auch mit diesem Revolution Pro Produkt ergangen. CC Tint, das ist halt eine Shape Adapting Technology. Ja, High Definition Radiance Soft Focus Skincare in der Farbe Light. Habe ich heute Morgen drauf gemacht und ja, darüber dann nochmal eine Foundation drüber gegeben, weil das ungefähr gar keinen Effekt hatte. Das war echt schade, ne? Und deswegen habe ich das jetzt auch aussortiert. Ist halt eine super leichte Foundation. Also super, super leicht, ne? Etwas, was ich halt in meinem allerersten, ja, Zuschauerpaket, glaube ich, sogar fast schon drin hatte, ne? Und das tut mir in der Seele weh, weil eigentlich hat das einen emotionalen Wert, aber ich kann nicht alles, was ich geschenkt bekomme, immer behalten, ne? Und dementsprechend ist die Urban Decay Born to Run Palette jetzt leider auch in dieser Kiste gelandet, aber sie wird ja nicht weggeschmissen. Also irgendwer wird ihr sicherlich ein schönes neues Zuhause geben und ja, hoffe ich jedenfalls, weil ja, sie war halt auch schon aussortiert, als ich sie bekommen habe. Und ja, ne? Jetzt habe ich sie aussortiert, einfach weil sie nicht mehr... Nee, nee,
Nee, sie entspricht nicht mehr meinen Qualitätsanforderungen. So kann man das, glaube ich, sagen, ne? Ja, sie macht halt schöne Schimmerlooks. Also da kann man halt einen schönen Nude-Look mitmachen, ne? Aber alles, was jetzt so in diese wärmere Richtung geht, ist nicht so ganz meine Welt. Diese Grüntöne habe ich halt in bei Beauty-Paletten schöner drin und dementsprechend habe ich mich jetzt einfach mal entschieden, dass die weiter wandern wird. Ja, genau. Das fällt schwer, aber man muss sich halt auch mal von Dingen trennen, ne? Das ist letztendlich halt auch nur eine Lidschattenpalette. Ja. Auch aus einer Kooperation, aber, ne, habt ihr selber schon gesehen, hatte ich dann in der falschen Farbe bestellt und da hat mir die Firma, also Florasis, die Produkte nochmal in der richtigen Farbe mitgeschickt. Da habe ich einmal die Foundation in der Farbe N20, da ist die Farbe L20 eher meine Farbe und das Augenbrauenprodukt habe ich in MF001 hier, MF01, das ist grau. Ich kann euch im E-Mail das Video dazu verlinken, da seht ihr auch die Swatches zu den Produkten und könnt das auch nachvollziehen. Also das ist das schönste Make-up der Welt. Nein, ich habe nicht N20, sondern L20 hier als Foundation. Genau. Mann, Mann, Mann. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie das Falsche aussortiere. Nee, neutral habe ich behalten und light, was gelbstichig war, habe ich hier jetzt drin. Okay, dann die Palette habe ich mir auch mal gekauft von Violet Voss. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Es tut mir mega leid, ne? Prost, trinkt euch was, Leute. Ist super wichtig. Violet Voss Le Macaron habe ich hier. Fun Size, also eine kleine Palette. Die habe ich heute erst aussortiert auch. Ich habe hier halt nur Schimmertöne drin, die per se ganz hübsch sind und die kannst du auch super mit irgendwie einem Bronzer oder so kombinieren. Aber ich bin halt nicht so ein Fan davon und deswegen lasse ich die jetzt weiter wandern. Also wenn ich wirklich eine Palette haben möchte, die ich nur mit einem Bronzer kombinieren möchte, dann greife ich persönlich doch eher zu meiner Denisa Myricks Lidschattenpalette. Da bin ich halt jetzt einfach auch ein Stück weit qualitätsverwöhnt, ne? Und ja, die wandert dann auch weiter. Hier habe ich auch ein bisschen Pflege aussortiert. Auch das kam hier ab und an mal vor. Auch das aus einer Kooperation, L'Oreal El Vital Hydra Hyaluronic. Das ist dieses aufpolsternde Feuchtigkeitsserum, hat bei mir leider nicht so den Effekt gemacht. Ich habe immer noch das von Kaimana in Anwendung, was ich vor ja fast einem Jahr tatsächlich angefangen habe zu verwenden, als ich dabei mit Dalton auf Corfu war. Und das ist der geilste Leave-In-Conditioner, den ich je hatte. Und ja. Der hier hat einfach nicht dagegen anstinken können, ne? Dann habe ich hier noch drin auch eine Urban Decay Palette und zwar die, wieso auch? Doch, die Born to Run, genau. Die Naked Urban Decay Wild West, die habe ich gekauft, als der Urban Decay Online Shop Deutschland zugemacht hat und dann gab es die halt richtig krass reduziert und die wurde ja auch gehypt und irgendwie dann doch nicht gehypt. Also von außen optisch wunderschön, aber von innen auch wieder relativ langweilig, ne? Also ja, ich habe da einen türkisen Ton drin, der irgendwie fancy-pansy ist, aber auch da greife ich halt viel zu selten zu und das ist dann einfach zu schade. Was sollen die dann hier rumliegen, die Sachen, ne? Noch eine Urban Decay Palette habe ich hier auch noch drin. Das ist die Cherry und die müsste ich mir auch selber gekauft haben oder habe ich die zugeschickt? Ich jetzt nicht. Das tut mir immer wirklich, wie gesagt, leid, doch die habe ich zugeschickt bekommen. Die habe ich benutzt bekommen und ja, ne? Habe ich jetzt auch aussortiert, weil da habe ich einfach andere warme Paletten, rötliche Paletten, wo ich eher zugreife. Und ihr habt es auch gesehen, dass ich mich ja auch durch meine Lidschattenpalettensammlung durchsortiert habe und immer wieder auch gefragt, Mensch, was trägst du auf den Augen? War ganz witzig, auch zum Ende hin, ne? Da hatte ich dann auch so die Ultraviolet-Palette und ihr habt das so hart gefeiert. Heute habe ich übrigens die Violet Voss Hashtag-Palette drauf. Ja, für den, den es interessiert. Dann habe ich aussortiert diesen Lichtschutzfaktor von Misha Daily. Der macht einfach Würstchen bei mir. Mit 50 ist das ein Lichtschutzfaktor. Der mit 55 hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Den habe ich sogar aufgebraucht. Aber den mit 50, den kann ich nicht so. Nee. Da verwende ich lieber den von Dalton. Aber auch von Dalton habe ich ein Produkt aussortiert, Leute. Denn du kannst nicht das komplette Sortiment von einer Firma mögen, wenn das Sortiment so riesig ist wie das von Dalton. Da habe ich hier den Face Care Multi-Use Concealer, die Wrinkle Filler. Das ist eigentlich mehr so ein Produkt. Man kennt das ja auch. Oh, wie hieß das denn damals? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich gucke mich gerade im Spiegel an. Also du musst es quasi unter die Augen machen oder auf deine Fältchen hier zum Beispiel auch so, auf die Falte und auf das ungeschminkte, gereinigte Gesicht. Darf sich dann für eine Weile nicht bewegen. Hier sparsam 10 Minuten nach der Creme auf die zu straffenden Stellen auftragen, sanft einklopfen und 3 Minuten ohne Mimik verharren. Produkt immer sofort verschließen, yo. Und ja, wenn ich dann aber danach
versucht habe, mich zu schminken, hat das nicht ganz so gut funktioniert, um das mal so zu sagen. Dementsprechend ist das eher ein Produkt, was man verwendet, wenn man ungeschminkt bleiben möchte. Und das ist halt nichts, was ich möchte. Ich möchte sowas gerne haben und dann darüber mir schön mein Full-Face-Make-up aufgeben. Und ja, nee, nicht damit, ne? Ja, okay, aber das geht dann halt weiter. Ja, übrigens die Oma Blush Ampulle, die ich eigentlich auch überhaupt nicht leiden kann, habe ich mittlerweile herausgefunden, dass sie sich auch ganz gut eignet, um die Füße warm zu machen, ne? Zweckentfremdung, hallo. Oder auch, um Verspannung im Nackenbereich zu lösen. Also auch richtig gut. Dann habe ich hier einen Pinsel aussortiert von Luvia. Das ist ein Foundation-Pinsel, der ist einfach furchtbar zu reinigen. Deswegen habe ich den aussortiert. Und ich habe einfach so viele schöne Foundation-Pinsel. Aber der hier, ich breche mir da jedes Mal einen dran ab, wenn ich versuche, den sauber zu machen, ne? Kriege ich die Pimpernellen, deswegen muss der jetzt einfach gehen. Ist ein Faulheits-Aussortierprodukt, ne? Ja. Dann habe ich hier drin ein Produkt aus einer Limited Edition aus dem vergangenen Jahr von Rival de Loop. Sunset Lava Serum Skin Tint. An und für sich war das ein tolles Produkt. Aber das funktioniert auch nur, wenn man das irgendwie mit einer super leichten Hand aufgibt, weil das super schnell, super fleckig wird. Und ich glaube, dass das halt auch echt viele gesagt haben, als das reviewed wurde. Ich habe so viele Nagellacke aussortiert. Ich habe viele Nagellacke mir neu bestellt, also aus dem Essence Sortiments Update und Catrice Sortiments Update und habe dementsprechend dann auch einiges aus meinem Nagellackregal aussortiert, ausgewechselt, aber dann halt auch einiges aus den Sortiments Updates nicht behalten und ich mache das dann halt tatsächlich so, dass ich das dann direkt weiterwandern lasse, weil was soll ich das so lange irgendwo rumgammeln haben, bevor es dann irgendwie schlecht wird, wenn ich das nicht verwende und wenn es halt nicht mehr in mein Regal passt, wo ich glaube 80 Nagellacke reinpassen, das reicht, ne? Dann lasse ich das direkt weiter wandern. Ja, das sind halt super viele. Diesen hier bin ich auch sehr enttäuscht drüber gewesen von Essie, diese Love-Kollektion mit 80% natürlichem Gedönsen, glaube ich, pflanzenbasiert, genau. Hatte ich in der Farbe, oder habe ich hier in der Farbe Revive to Thrive Nummer 220. Ist mir zu streifig gewesen, also ich musste, glaube ich, 4 Schichten davon auftragen. Dafür fand ich das einfach, nee, zu nervig, ne? Das fand ich einfach nicht gut. Ja, einen roten Nagellack habe ich ja mehr als genug. Den Ready Go von Essence habe ich dann nicht mit einziehen lassen. Den hier fand ich farblich ganz furchtbar. Power to the Sunflower. Ja, nee. Ist halt, man sieht es wahrscheinlich auch, ne? Kein richtiges Sonnengelb, aber irgendwie ist irgendwie so ein schmutziges Gelb. Mm-mm. Wohingegen dieses Gelb nicht gegen das Gelb, was ich da habe, anstinken konnte. Habe ich hier gerade ein Gelb drauf? Nee. Die Super Brights hatte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Ich habe jetzt den Neons von Catrice behalten. Den finde ich deutlich schöner. Und er war auch nicht so gut wie der von M. Asam. Genau. Den habe ich nämlich dafür behalten. Dann habe ich hier von Essie einen aussortiert. Dafür ist ein anderer für eingezogen. Floralista. Der ist per se ganz schön, aber da ist jetzt einer von Essence für eingezogen. Hier fand ich das Grün halt auch nicht so schön. Inner Peace. Ich glaube, dass ich das sogar auch in dem Short, was ich dazu gedreht habe, auch gesagt habe, dass der nicht so gut war. Das hier ist ein schöner Ton, Coral Me Maybe, aber ich habe einen ähnlichen da von Trend It Up, glaube ich, der mir besser gefällt. Der hier ist auf den Fingern bei weitem nicht so spektakulär, wie man das hier so sieht. Polar Lights von Trend It Up sieht ja extrem genial aus, aber auf den Fingernägeln ist es einfach nur irgendwie so eine dunkle Matschepampe, ne? Schade eigentlich, nicht so schön gold. Hier habe ich einen von Banana Beauty, den ich, ja, den sieht man jetzt aber hier gar nicht so gut, einfach besser finde. This Is Me von Essence in der Farbe Happy. Wie gesagt, da habe ich halt den von Banana Beauty. Den hier, ach, der sieht, aber auch, der sieht auf den... Aua, das hat nicht so weh getan, Claudia. Violet Voltage, der ist auch nicht eingezogen, weil du ihn auch nicht so schön hinbekommst. Das ist auch eher nur ein Hauch von. Der sieht bei weitem nicht so aus wie in dem Nagellackfläschchen. Lasst euch davon echt nicht täuschen. Der hier durfte gehen, weil dafür ein anderer eingezogen ist. Der Maybelline Superstay 7 Days. Und der war auch eher pastellig. Der war nicht so cool. Der hier ist auch gewichen einem von Catrice, glaube ich. Essence Pretty in Pink. Ne? Konnte auch dann nicht so überzeugen. Douglas Ney Polish Orchard Flower war leider auch streifig geworden und in dem Sinne dann nicht so
gut. Da habe ich jetzt noch einen recht natürlichen, der geblieben ist. Mermaid Fantasy ist wirklich schön von Manhattan, aber auch hier, ne, den kannst du nur als Überlack verwenden, nicht als Einzellack, weil der auf dem Finger nicht so schön aussieht wie hier. Da muss man dann irgendwie auch was Weißes drunter geben oder so. Und der hier ist super schnell abgelöst gewesen, also quasi, dass er vom Finger abging, deswegen ist er gar nicht bei mir eingezogen. LA Girl Gel Extreme Shine G-Like Nail Polish in der Farbe Flaunt. Wirklich geniale Farbe, ne? Aber bei mir hat er leider nicht so gut gehalten. Und bei mir halten Nägel eigentlich echt lange. Also ich habe 1 bis 2 Wochen hält ein Nagellack bei mir. Und das, obwohl ich echt viel mit meinen Händen mache, ne? Das ist schon heftig. Und 2 bis 3 Schichten gebe ich mir als Nagellack auf. Darunter habe ich immer einen Basecoat und darüber immer einen Topcoat. Das nur so als Tipp. Dann habe ich hier von Essie den Find Me an Oasis aussortiert. Ja, das ist so ein ganz, ganz weiß-hell-bläuliches Tönchen. Ne? Finde ich jetzt nicht so spektakulär. Kia Charlotta durfte weichen. Da habe ich jetzt einen anderen, wobei der eigentlich auch ganz schön ist von der Farbgebung her. Das ist eine Farbe Independent. Ne? Auch das ist ein schönes Tönchen. Expressi, der war ganz furchtbar. Den habe ich auch irgendwie nicht gut auf die Nägel gekriegt. Auch ein neuer Farbton ist es gewesen. Outside the Lines, ne? Eigentlich so ein schönes Sonnenblumengelb. Ganz schön viele Nagellacke, ich sag's euch. Ich finde es auch heftig gerade. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es doch so viele sind. Dann die Super Brights, den fand ich auch nicht so scharf. Aperitivo ist das. Ja, ne? Der hätte intensiver sein können. Da habe ich ein schöneres Orange. NCLA war in der Glossy Box drin. Ist unspektakulär, ist eher so ein milchiger Ton. Da habe ich von Essie eher welche, die mir besser gefallen. Boah, meine Güte. Hop Hop Hooray habe ich hier in der Farbe Pink Blossom. Super süß, ne? Aber ich habe einen pinken, der ein bisschen schöner ist und besser hält. Und ich glaube, das dürfte jetzt auch der letzte Nagellack sein. Alter Schwede. Da habe ich von Essence den The Gel Nail Polish in der Farbe, ja, I Feel Good. Das ist so ein dunkles Moosgrün, auch schön, aber da habe ich jetzt einen anderen Ton, der schöner ist. Meine Güte. Dann habe ich hier noch ein Rizinusöl von Jungglück aussortiert, nachdem ich das 2-3 Mal verwendet habe. Als Körperpflege steht hier drauf, ne, habe ich dann, ja, wofür verwende ich sowas? An den Hubis und an den Oberschenkeln, ne? Und das hat aber so geklebt und war so dickflüssig, also ganz unangenehm, nicht schnell einziehend, hat sehr, sehr lange gebraucht, war sehr lange klebrig. Also da hoffe ich, dass ich irgendwen anders mit glücklich machen kann, weil das ja auch nicht so super günstig ist. Und nee, hat mich nicht überzeugen können. Das hier war ein Salzpeeling. Was hatte ich damit? Irgendwas, genau, das war komisch. Ja, so schaut es aus, wenn man das ein paar Mal verwendet. Ich habe das wirklich ein paar Mal verwendet von Urte Kram, weil ich immer wieder dachte, nein, das soll doch funktionieren und 150 Milliliter, die kriegst du wohl aufgebraucht. Nee, das hat halt so komische Schlieren auf dem Körper gemacht. Das war, also ob ich da viel, ob ich da wenig von genommen habe, ob ich mich da derbe von nach abgeduscht habe oder nicht, das war ganz merkwürdig. Es hat so einen richtigen Film auf der Haut hinterlassen, fand ich super unangenehm und dementsprechend halt auch in der Dusche, ne? Das, nee, fand ich nicht gut und möchte ich halt auch nicht weiter benutzen. Auch das hier ist ein Produkt aus einer Kooperation, Grow Gorgeous Fragrance Free Sensitive Reihe. Ja, das ist diese Ceramide Rich Hair in Scalp Mask. Finde ich zu umständlich. Also das muss man verwenden, wenn man Morgenduscher ist. Aber ich bin ja Abendduscher. Das heißt, ich muss es ja über den Tag in den Haaren drin lassen, weil ich kann das ja nicht über Nacht drin lassen, weil ich ja nicht morgens meine Haare wasche, sondern abends. Und dann halt über den Tag drin lassen. Und dann hast du über den Tag aber die ganze Zeit dieses mega krasse Zeug in den Haaren. Das sieht einfach fettig aus. Das sieht nicht gepflegt aus und das möchte ich nicht. Nee. Und nee, soll jemand das gerne verwenden, der Morgenduscher ist. Aber es ist tatsächlich ein pflegendes Produkt. Das will ich dem, ne? Also wirklich toll, klasse. Wenn ich das durchgezogen habe und den ganzen Tag über das Kram in den Haaren hatte, habe ich mich gefreut, als ich es abends abduschen konnte. Aber ich muss wirklich sagen, das ist nicht meine Welt. Nee. Auch nicht meine Welt ist tatsächlich diese Bürste. Oh mein Gott. Ich hatte sie auch bei einem Unboxing gezeigt und gesagt, richtig cool, ich bräuchte auch mal wieder eine neue. Die hat meine Haare aber kaputt gemacht, Leute. Also ich habe die jetzt nur einen Tag verwendet. Ich habe die einmal verwendet, als ich meine Haare trocken hatte, einmal verwendet, als ich meine Haare nass hatte. Und ich habe normalerweise die von Tangle Teaser mit dem Stiel dran. Die habe ich mal in einem
Paket, in einem Tauschpaket gehabt und da kann ich einfach so durch meine Haare durchgehen, wenn ich Leave-In-Conditioner drin habe, ne? Auch durch nasse Haare, überhaupt kein Problem. Hier bin ich nur unten in die Haare gegangen und habe direkt so Knoten drin gehabt, man nennt es ja diese Hexen und so, ne? Furchtbar. Habe direkt echt Probleme gehabt und habe dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Bin dann mit der Tangle-Teaser-Bürste durch, easy peasy lemon squeezy, ne? Und das fand ich echt furchtbar. Natürliche Pflege mit Aloe Vera, nein. Also nicht für meine Haare. Mochte ich nicht. Da hatte ich einfach nur Schiss, dass ich mir die Haare ausreiße. Ja, noch mehr von Dalton habe ich tatsächlich hier auch reingepackt. Da habe ich hier von Dalton Classic Clean Augen-Make-up-Entferner, dieses Zwei-Phasen-Produkt. Ich mache halt Double Cleansing. Deswegen, sowas verwende ich nicht. Und dann darf das auch gerne weiter wandern. Ich habe gedacht, naja, wenn du es einfach so, wenn du dich zwischendurch mal abschminkst, habe ich ein paar Mal verwendet, sieht man ja auch. Aber an und für sich bin ich wirklich ein Fan von Double Cleansing. Also erst ein Abschminkbaum und danach dann halt irgendwie unter der Dusche mit einem Reinigungsschaum oder mit einem Reinigungsgel drüber gehen. Oder halt auch am Waschtisch. Aber dazu greife ich persönlich einfach nicht so gerne. Deswegen lasse ich das weiter wandern. Genauso wird auch diese Creme weiter wandern. Blue Essentials Skin Guardian Day Protection Cream, die hat mit so wenig Pflegewirkung. Ich brauche einfach auch reichhaltige Produkte, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und die ist einfach für meine Hautbedürfnisse mit meiner trockenen Haut zu wenig. Wird auch bei Dalton als Pflege für die eher Jüngeren geführt. Ne? Also, dass du halt dieses Anti-Blue-Light-Gedöns hier drin hast, aber halt nicht so diese ultra krassen Wirkstoffe wie in der Q10 oder in der Extreme Lift oder so. Und ja, deswegen wird das auch weiter wandern. Ich habe erst gedacht, machst du die auf den Körper? Aber nee, dann lasse ich lieber mal meine Freundin oder jemanden aus der Community halt entsprechend das ausprobieren, ne? Wer halt mag. Und ja, genau. Dann geht es jetzt hier weiter mit Riva Loves mit Boho Vibes 2-in-1 Baked Rouge und Highlighter. Mein Freund schreibt noch 5 Minuten, dann gibt's Essen, okay. Das ist dieses Produkt, habe ich aussortiert, weil ich den anderen jetzt habe. Also es gibt ja den im Standardsortiment und halt den aus der Boho Vibes Collection. Und der ist super, ne? Aber ich habe halt den jetzt aus dem Standardsortiment. Da werde ich das LE-Produkt weiter wandern lassen, damit ich halt, wenn ich euch die Produkte ja auch zeige, die Produkte auch verlinken kann. Weil es ist immer super schwierig, wenn ich dann Produkte aus alten Limited Editions verwende oder Produkte, die man nicht mehr nachkaufen kann. Weil dann super viele traurig sind. Ja, dann habe ich ja aussortiert die 5-in-a-Box Lidschattenpalette von Catrice. Ihr habt wahrscheinlich mein Fullface Catrice Neuheiten-Video gesehen. Die ist für mich in meinen Augen einfach schrottig, weil sie nicht funktioniert. Also ich habe da nichts auf die Augen bekommen, was schön war. Genauso hier der Calligraph Artist Matte Liner in diesem Roasted Nuts Ton hat einfach nicht gemalt. Auch nicht in dem Dunkelblau, hat er auch nicht gemalt. Fand ich echt doof. Dann hier das Narbengel von Valla macht leider totale Würstchen und ich habe das ja auf meiner Kaiserschnittnarbe verwendet und ja, habe das abends aufgetragen und morgens hatte ich dann immer meine ganze Unterbuchse voll mit Krümeln. Nee, einfach nee. Das ist ein unangenehmes und nicht schönes Gefühl. Dann habe ich hier die Cream to Powder Foundation von Sante Naturkosmetik. Das Cool Ivory ist hier die Farbe. Habe ich euch auch einen Short zugemacht. Das macht einfach die Wüste Gobi aus meinem Gesicht. Funktioniert nicht. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von XX Revolution, die sich sehr schön anfühlt und auch schön samtig ist. Ne? Ja, hier habe ich aber halt Töne drin, die kühle, neutrale Töne sind, was nicht so meins ist. Wenn ich die verwende, fühle ich mich einfach nicht wohl. Und da habe ich einfach Töne in anderen Paletten, die ich lieber verwende. Kann die gerne weiter wandern. Von Rare Beauty habe ich einen Concealer aussortiert, der mich alt und trockenflaumig aussehen lässt in der Farbe 120C. Das ist dieser hier. Den habe ich auch nicht wenig verwendet, aber ich muss sagen, es ist nicht meine Welt. Der ist wirklich sehr, sehr deckend, aber der lässt mich auch wirklich, das wird so grau unter meinen Augen. Das sieht nicht aus. Eine Mascara habe ich aussortiert, weil die komisch riecht. Von Estee Lauder, die Sumptuous Extreme, habe ich hier in der Reisegröße. Die ist schön, ne? Habe ich auch in Full Size da, aber die ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Dann habe ich hier eine Mascara, die leider zu wenig macht, die Fantastic Curl von Rival de Loop. Die macht wirklich so wenig, dass ich sie wirklich aussortiere. Und Mascaras weiterzugeben ist immer schwierig. Ich mache das halt so, dass wenn meine Freundinnen sagen, Mensch, ist okay, wenn du die verwendest, dann kannst du mir die ruhig geben, ne? Dann gebe ich das an Familie und Freunde weiter. Aber alles andere, was du so in Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten gebracht hast,
ist immer schwierig, das dann auch weitergeben zu lassen, weil es kann halt auch einfach zu Augenreizung oder so führen. Ne? Ein Primer, der mich so ein bisschen traurig gemacht hat, ist hier The Smoother von Catrice. Nicht nur, weil da super wenig Produkt drin ist, sondern weil der halt auch einfach mit nichts funktionieren wollte. Ne? Also da weiß ich nicht. Nein. Wollte nicht mit meiner Haut funktionieren, glaube ich. Ja. Dann habe ich Eyeliner hier drin. Das ist Two Hit Wonder von Got2Be. Der ist einfach, der malt nicht mehr. Und auch der Miracle Eyeliner Pen Black von M. Asam. Die sind leider eingetrocknet. Und ja, dann müssen sie weg. Dann habe ich hier den Micro Blade Brow von CAT. Ich habe euch in Full Face CAT gefilmt. Das ist nicht schön, die Farbe ist viel zu rotstichig, gar nicht meine Welt. Dann habe ich hier von Catrice den True Skin High Cover Concealer. Auch das ist mir einfach, ich glaube sogar zu gelb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 010 Cool Cashmere. Entweder zu gelb war der oder der war zu grau. Ich habe meine Notizen leider verloren. Das war auf einem Zettel, der war hier drauf, der Zettel ist fort. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn wahrscheinlich weg aufgeräumt. Ja. Ist mir aber per se tatsächlich auch leider zu trocken, diese Reihe. Diesen Blush sehe ich auf meiner Haut nicht. Von Clinique ist das der Precious Posy Blush, war in einem Adventskalender drin. Das ist schon schade, ne? Das ist halt Clinique. Clinique ist High-End, ist eigentlich ein teures Produkt. Und ich habe alle meine Parfums aussortiert. Die zeige ich euch jetzt aber nicht alle einzeln. Die habe ich nicht aussortiert, weil ich die jetzt irgendwie furchtbar vom Duft finde, sondern weil ich zum einen viel zu viel Parfum habe und zum anderen, weil ich jetzt durch die Kooperation mit Cosmetic for Less einfach die Produkte von Chetla kennengelernt habe, die einfach so gute Duftzwillinge sind, dass ich einfach sage, da brauche ich diese hier nicht. Und die wandern jetzt einfach weiter. Das sind Düfte von Miro, von Juniper Lane, das sind von Viva V Düfte. Ne? Also super viele unterschiedliche Düfte und ja, die ich halt einfach nicht getragen habe. Und die werden jetzt weiter wandern. Ich finde, das ist auch eine sinnvolle Geschichte, weil ich jetzt aktuell wirklich weniger Duft verwende. Aber wenn ich Duft verwende, dann halt gezielt. Ne? Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Düfte auszusortieren. Ja, okay. So, bevor sie kippen, wollte ich die nämlich dann weitergeben. Das passiert dann nämlich leider auch bei Düften und Parfums, dass sie dann irgendwann einfach nur noch alkoholisch riechen. Und das ist mir dann zu schade drum, ne? Und ja, schaut gerne mal durch eure Sammlung durch, ob ihr das ein oder andere weiterwandern lassen könnt. Ihr könnt euch auch unter diesem Video gerne suchen und finden und auch eigene Tauschgruppen gründen, wenn ihr möchtet. Ich finde sowas ganz cool und kann euch das nur empfehlen. Und ja, ich habe jetzt einiges abzufotografieren und weiterzugeben. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und aussortiert Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!